Zuchtstall den Lettenhof. Und diese Lettenhof-Ponys sind in ihrer Qualität etwas ganz Besonderes. So wie der Frankenwein berühmt ist, so sind die Lettenhof-Ponys als Sportponys europaweit zu Hause. Die Familie Amstelstädter hat das Glück, dass sie lauter Töchter haben, die sich für diesen Sport interessieren und diese Ponys selber ausbilden. Da zieht schon, dass diese Ponys, wenn wir heute an die Dressur denken, an die S-Dressur, an die Qualifikation zum Burgpokal, dann sieht man, dass diese Pony durchaus die Qualität eines großen Pferdes besitzen. Und alles, was die Großen machen, die fliegenden Wechsel 2 Tempi, die Trabverstärkungen aus einem getragenen Hinterbein, die natürliche Aufrichtung, die Kadenz dieser Pferde, die Dynamik, dann weiß man, dass der Lettenhof-Pony etwas ganz Besonderes sind. Wenn wir jetzt einmal in die Mitte schauen, das ist keine Radpony-Pferd, wir dürfen ruhig den Feldstecher mal zu Hilfe nehmen, dann sehen wir ein junges Mädchen mit 21 Jahren. Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass dieser jungen Dame beide Beine fehlen. Und sie hat gesagt, ich darf das auch sagen. Sie wurde von Geburt an mit Löffelhänden geboren. Durch eine Operation hat sie jetzt 3 Finger. Und als Schwerstbehinderte haben sie ihre Eltern in der Jugend aufs Pferd gesetzt zum therapeutischen Reiten. Auch wenn sie einen steifen Ellbogen rechts von Geburt an hat, hat diese junge Dame so viel Freude am Pferd gefunden, dass sie unbedingt sportlich bleibt. Mit ihrem Willen und mit ihrer Körperbeherrschung es geschafft, nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland erfolgreich zu sein. Und seit sie dieses Lettenhof-Pony hat, das sehr bequem zum Sitzen ist, wo auch ein Draht besteht, ist es ihr gelungen, in den Kader der deutschen Behindertenreitung zu kommen. Und ihr Ziel sind die Paralympics. Julia Polster, die Amstelstädter Pferde, wir drücken dir die Daumen, alles Gute und vielen Dank.